Penis. Ja. Jo. Ja. Servus Leute. Ich bin's mal wieder, euer Jan. Was geht? YouTube. Varion mal wieder am Start. Freunde, ich begrüße euch natürlich ganz gediegen und natürlich ganz seriös hier recht herzlich zurück auf meinem YouTube-Kanal, Freunde. Nils, Digga, was geht bei dir gerade so ab? Ich wurde gerade zweimal von einem Vogel angeschissen an der Spree hier. Er gönnt sich auf jeden Fall, ne? Warum nicht? Wollen wir erstmal schön auf den Sonntag erstmal schön vom Vogel auf die Schultern scheißen lassen. Auf jeden Fall, Freunde, muss ich heute mal wieder ein Thema ansprechen. Ja, ich komme da gar nicht drum rum. So, ich wollte da gar kein Video drüber machen, aber man wird ja irgendwie förmlich zu gezwungen, über die ganze Kacke dann ein Video zu machen, ja? Denn, Freunde, ich möchte heute ein bisschen über diese Mainstream-Kacke Ice Bucket Challenge erzählen. Nein, Pokémon Go. Ehrlich? Ja, Pokémon Go, du Idiot. Was? Ja, und was macht man da? Ja, da musst du halt rumlatschen und Pokémon fangen, ja. Man geht rum mit dem Handy und fängt Pokémon? Ja. Wozu denn, Digga? Ich hab das doch alles auf dem DS. Das ist im Trend? Ja. Alter Verwalter, Junge, das ist nee. Ja gut, Freunde, dann quatsche ich halt über dieses Pokémon Go oder wie auch immer sich das nennt. Also ich habe da jetzt nichts so mitbekommen oder so auf YouTube. Hast du da was von mitbekommen? Interessiert mich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ich persönlich habe davon nichts mitbekommen. Also ich wurde jetzt nicht irgendwie im Radio oder im Fernsehen oder auf dem Handy oder auf YouTube oder von meinen Arbeitskollegen damit zugeballert und gefragt, ey, spielst du auch Pokémon Go? War bei mir eigentlich gar nicht so der Fall. Mich persönlich hat es jetzt auch nicht aufgeregt, beziehungsweise ich hatte diesen Fall auch nicht, dass ich auf Arbeit war und im Radio irgendwie ständig irgendwelche uninformierten Radiomoderatoren gehört habe, die das Wort Pokémons in den Mund genommen haben. Habe ich persönlich jetzt eigentlich nicht so wirklich was von mitbekommen. Ja, wenn ihr davon was mitbekommen habt, ja, dann tut's mir leid, aber ich persönlich wurde eigentlich befreit von dieser ganzen Kacke. Auf jeden Fall, ja, habe ich ja jetzt gerade mitbekommen, das ist irgendwie so im Trend und ich habe jetzt mal ein paar Sachen so aufgestellt, wie es früher war, wie es heute ist, Bezug auf Pokémon Go. Ich wollte ja jetzt Ice Bucket Challenge machen, aber das ist ja jetzt schon wieder irgendwie out, sozusagen. Machen wir halt Pokémon Go. Haben wir da Clips vorbereitet? Nee, musst du ja? Muss ich noch machen, glaube ich. Muss ich noch machen? Ja, ja. Ach so, ja, nee. Ja gut, dann mache ich jetzt noch ein paar Clips und die schauen wir uns dann jetzt gleich an, Freunde. Pokémon. Früher versus heute. Penis. Früher. Ah, da bist du ja so, ne Mann. Hallo Papa, ich bin da. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben? Ich hab Pokémon gespielt. Hab ich dir nicht verboten, diese Pisse zu spielen? Ich weiß, ja. Ich hab dir gesagt, wenn du heute nicht ankommst und eine Alte geflankt hast, ja, dann kannst du vergessen, dass ich dich hier noch weiter dulde in meinem Haus. Es tut mir auch leid. Du bist 15 Jahre alt, ja? Da kann man schon mal warten, dass du eine Alte wegkockst. Es tut mir auch leid, ja. Jetzt ab in dein Zimmer. Ja, mach ich. Sieh zu, dass du ein paar Weiber anschreibst, ja? Ich schwör's dir. Mach ich. Heute. Hallo Papa, hallo Mama. Sohnemann, wo kommst du jetzt her? Ich war bei Julia. Ich habe mich mit Julia getroffen. Wo kommst du jetzt her? Ich hoffe doch, aber du hast mein Telefon mitgenommen, hast Drago rangesucht, so wie ich dir das erzählt habe. Nee. Hab ich nicht. Wie hast du nicht? Ja, aber... Ich hab dir gesagt, wenn du Turtok gefangen hast, dann holst du Drago ran. Ich hab das aber nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Du spinnst wohl. Sieglinde, ja, der Bengel dreht schon wieder durch. Du kommst jetzt nach draußen, ja, und ja, suchst okay dieses Mistvieh. Und wenn du das nicht hast, kommst du auch nicht zurück. Fertig, ja, ist der Lack. Okay. Sieh zu. Früher. Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, Pokémon, das ist ein Spiel für Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich mit 8 gespielt, aber jetzt, wo ich 10 bin, spiele ich das eigentlich gar nicht mehr. Bin ich viel zu cool und viel zu alt für, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich sag das jetzt auch nicht, so ein Spiel denn heimlich zu Hause. Pokémon, nee, nee, also... Ich spiele das, wie gesagt, gar nicht. Ich gehe lieber raus, trinke Bierchen so, ne, mit ein paar Kollegen an der Busse. Schwänger die ein oder andere leichte Dame natürlich auch. Ist doch völlig normal heute. Heute. Also Pokémon Go ist ganz in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, da bin ich der Sucht ein bisschen verfallen. Weiber knall ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt 30 und Wochenende gehe ich auf Pokémon hunten, ne. Andere hunten Milfs oder so oder ein paar Weiber so in der Disco. Aber ich hunte dann eben Dragoran oder auch mal ein Rosanna, mit der ich mich ein bisschen vergnügen kann, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zur Arbeit gehe ich auch eigentlich gar nicht mehr. Wichtig ist wirklich nur noch Pokémon. Es hat Priorität, Pokémon Go. Hat natürlich auch Vorteile, ne? Ich bewege mich immer und... Ich bewege mich immer. Ne? War's das? Reicht euch das? Gut, alles klar, die Schnauze. Früher. Na, Sigi, du alter Sack, grüß dich. Na, Tapersil, grüß dich. Na, alles fit, oder? Ja, alles bestens bei mir. Und was hast du Wochenende so gemacht? Du, ich war in der Disco und da war die Sweaty Lana. Und die habe ich erstmal schön weggekockt auf Klo. Ehrlich? Ja, war geil. Geil. Hast du Fotos gemacht oder ein Video oder so? Hab ich alles gemacht, natürlich. Video gemacht, Bilder gemacht, natürlich. Gucken wir uns nachher an, Junge. Richtig schön einen weggelanzt habe ich da. Richtig schön reingesetzt. Geil, das gucken wir uns nachher schön an auf der Arbeit. Geil. War geil, war geil. Heute. Na, Sigi, du alter Sack. Was hast du Wochenende so gemacht? Du, ich habe auch nicht ein paar Pokémons gefangen. Ich war bis 5 Uhr morgens oder so unterwegs. Ehrlich? Schön Samstag, schön geballert. Oh, schön Schwertfisch, schön Kopfhörer und schön abgecatcht die ganzen Viecher im Gras. Und ja, ich habe jetzt 20, 30
ich Pokémon gefangen, bin jetzt Level 5480 und ja, läuft, ne? Mir fehlen immer noch ein paar. Das war schon ziemlich geil, ey. Da habe ich richtig, bin ich hingegangen. Taubs, Jungen, Tauboga, Taubos, Jungen, Nidoran, Nidoking, Alter. Geil, schön alle gefangen, ich schwör's dir, Digga. Alles auf Bank, richtig, richtig geil, Mann. Schön Rosanna noch gehabt, Alter, geile Sache. War geil, Digga, doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Freunde, ihr könnt mir ungern mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich werde mir das auf gar keinen Fall durchlesen. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht, was da eure Meinung zu ist. Ansonsten hoffe ich, das ganze Video hat euch natürlich nicht gefallen. Falls nein, dann lasst mir auf jeden Fall gar keine positive Bewertung hier. Abonniert mich auch auf gar keinen Fall, falls ihr neu seid. Ich werde jetzt auch gar keine öffentlichen Grüße an Kilian aka Apokalypto Kilkra hier äußern und auch ihn nicht in der Videobeschreibung verlinken und ihn an dieser Stelle jetzt auch nicht grüßen und auch kein Danke sagen dafür, dass er mir dieses Pokémon Go früher versus heute Intro gemacht hat. Werde ich ihn jetzt auf jeden Fall, er ist wie gesagt nicht in der Videobeschreibung und ihr solltet ihn auf gar keinen Fall abonnieren, weil er macht auch überhaupt gar keine guten Videos. Ansonsten war es das wie immer für heute. Wir hören uns, denke ich mal, beim nächsten Mal nicht. Bleibt wie immer unsauber, Freunde. Lasst ihn diesmal nicht schwingen, ja. Bleibt zu Hause. Bis dahin. Hallo. Some things are permanent, like the ink.